Es ist wieder soweit, wir sind hier wieder bei der Discord Python Bot Programmierung und heute haben wir was richtig Geiles am Start, denn heute machen wir eine Regenbogenrolle und eine Wahrsage 8-Ball Kugel. Viel Spaß! So, dann fangen wir direkt an. Wir beginnen mit den Regenbogenrollen, würde ich sagen, und dazu gehen wir hier in die Async Dev Status Task. Über die While True machen da eine neue Zeile und fangen jetzt hier an, unsere Farben zu definieren. Das heißt, wir machen hier Colors ist gleich und jetzt in eckigen Klammern, also als ein Array von mehreren Elementen, in dem Fall Farben. Und hier machen wir jetzt Discord.color, das zweite, Punkt, zum Beispiel Red, in mit runden Klammern am Ende. Jetzt machen wir einfach Komma und fügen die ganzen restlichen noch hinzu. Also color.orange. Ich habe das einmal schon vorbereitet, das heißt, ich kopiere mir das einfach einmal kurz rein. Ups, das war ein Komma zu viel. Und dann haben wir hier alle Farben aufgereiht in wunderschön. Könnt ihr jetzt gerne abtippen, könnt ihr auch einfach dann kopieren. Kein Problem, ihr könnt auch eure eigenen da reinmachen, dann müsst ihr auch Hexcodes akzeptieren. Und dann habt ihr hier eure Farben. Genau, und dann fangen wir jetzt hier drunter an. Ich habe hier das Async Sleep ein bisschen erhöht auf 5, damit wir auf 10 Sekunden Wechselzeit kommen. Denn Discord ist bei Regenbogenrollen immer ein bisschen pingelig. Da muss man achtpassen, dass das nicht zu oft passiert, weil sonst gibt es einen Discord-Bann. Und das wollen wir alle nicht und deswegen habe ich da jetzt mal 10 Sekunden reingemacht. Und dann fangen wir an, hier eine Guild zu definieren. Das machen wir mit Doppelpunkt Guild. Jetzt müsst ihr gucken, das müssen wir jetzt importieren. Geht ihr hier einfach auf Import Discord.guild in Klammern Hashable. Jetzt wird das hier oben auch schon angezeigt. Und dann machen wir ein ist gleich client.get_guild. Und hier in die Klammern müssen wir die ID packen. Das heißt, wir gehen in unsere, auf unseren Server, machen hier auf den Pyboard oben rechtsklick drauf, ID kopieren. Solltet ihr die Developer-Einstellungen noch nicht aktiviert haben, beziehungsweise hier noch kein ID kopieren haben, dann geht ihr in die Benutzereinstellungen auf Erscheinungsbild, scrollt ein bisschen runter und aktiviert hier den Entwicklermodus. Dann seht ihr das. Genau, jetzt haben wir die kopiert, die fügen wir jetzt hier ein. Und dann müssen wir abfragen, ob die überhaupt existiert. Deswegen machen wir ein if ohne Klammern guild, Doppelpunkt. Das fragt einfach ab, ob diese guild existiert. Wenn sie nicht existiert, dann kommen wir da gar nicht rein. Jetzt wollen wir eine Rolle haben. Dafür machen wir role ist gleich guild.get_role. Selbe Spiel wie vorher. Wir gehen rein, gehen jetzt in unsere Server-Einstellungen, Rollen und nehmen jetzt zum Beispiel die lustige Rolle, ID kopieren. Einfach rechtsklick wieder drauf, fügen die hier ein und fragen ab, ob sie existiert. Wenn das auch ist, dann fragen wir noch einmal kurz ab, ob die Position niedriger ist als die unseres Bots. Weil wenn die höher ist, dann können wir sie nicht bearbeiten und es wird Fehler werfen. Deswegen machen wir hier if role.position, also die Position der Role, die wir jetzt bearbeiten wollen, kleiner. guild.get_member. client.user.id, das ist dann die ID unseres Bots, den wir gerade benutzen. top_role.position. Also das nimmt quasi die oberste Rolle, die unser Bot hat, fragt die Position ab und guckt, ob die höher ist als die Position der Rolle, die wir bearbeiten. Und das seht ihr übrigens hier in den Servereinstellungen bei Rollen. Das sind die Positions. Also hier oben der Pyboard, das ist jetzt die höchste. Und alles drunter ist dann quasi niedriger. Und dementsprechend haben wir hier ein True zurück, weil das ja definitiv der Fall ist. Und jetzt machen wir einfach nur ganz einfach ein Await. Role.edit. Hier müssen wir jetzt Color eingeben und zwar, ich glaube, es ist sogar egal, welches wir nehmen. Wir nehmen einfach trotzdem mal das untere. Und jetzt machen wir random.choiceColors. Jetzt seht ihr schon, das mag er noch nicht, weil wir es importieren müssen. Und hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir das untere importieren. Nicht das obere, sondern das untere. Dass hier einfach nur import random steht. Nicht from random import random, sondern nur import random. Genau, und das war dann auch schon unsere Regenbogenrolle. Das können wir jetzt einmal ausprobieren. Ups, indem wir RunBot machen. Startet der kurz. Gehen wir hier rein, gucken hier hin. Jetzt warten wir 10 Sekunden.
Und dann sehen wir schon, hat sich gerade die Farbe geändert. Und das wird sich jetzt immer wiederholen und durchgehen. Und dann, genau, haben wir auch schon unsere Regenbogenrolle. Dann machen wir weiter. Wir wollen jetzt noch eine Wahrsagekugel machen, die uns dann quasi die Zukunft voraussagen kann, was wir so für Entscheidungen treffen wollen. Also die 8-Ball, das kennt ihr eigentlich alle. Dazu gehen wir jetzt hier ganz oben hin und machen hier ein Antworten. Ist gleich auch wieder die Klammern. Jetzt fügen wir hier einfach random Antworten ein, die der Bot uns da geben können soll. Da habe ich auch schon wieder ein paar vordefiniert, deswegen tue ich mir die einfach mal reinkopieren. Könnt ihr wie immer natürlich im Source Code dann finden. Source Code ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da müsst ihr nicht alles abtippen. Ups, das war richtig so. Genau, jetzt haben wir hier halt ja, nein, vielleicht, wahrscheinlich. Sieht so aus, sehr wahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Recht zufällig. Und jetzt gehen wir runter auf die Lüb, wo wir unsere Message gemacht haben, unter das Clear. Gehen auf dieselbe Höhe wie das Clear. Also hier kann man wieder auf die Zeile klicken, damit man sieht, dass man in derselben Höhe ist, wie das if message.content.starts with clear. Und hier machen wir jetzt eigentlich dasselbe wie immer. If message.content.start with machen wir 8-Ball. Dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter, weil wir müssen jetzt die Frage rausfinden, die derjenige gestellt hat. Dazu machen wir erstmal args wieder. Das kennt ihr eigentlich inzwischen. Args ist message.content.split mit unserem Leerzeichen dazwischen. Jetzt fragen wir ab, ob die Länge, also len, von diesen args größer gleich 2 ist. Also mindestens 2. Das heißt, Ausrufezeichen 8-Ball und mindestens ein Wort noch dahinter. Aber es können auch beliebig viele dahinter kommen. Und jetzt wollen wir die Frage haben. Und das ist jetzt ein bisschen lustiger. Wir machen jetzt hier einen String mit einem Leerzeichen drin. Also einfach nur die zwei Anführungszeichen und ein Leerzeichen dazwischen. Hier jetzt Punkt Join. Das erkläre ich euch gleich, was es tut. Klammer auf, args. Und jetzt in eckigen Klammern 1 Doppelpunkt. So, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, das erkläre ich euch jetzt von hinten abgesehen. Wir haben die args, da steht jetzt zum Beispiel drin, 8-Ball, wie ist mein Name? Gut, wie ist mein Name kann er nicht beantworten, weil er kann ja nur ja, nein, aber ist jetzt mal egal. Das 1 am Anfang sagt uns quasi, es soll nicht bei 0 beginnen, weil ein Array wird ja bei 0 beginnen. Das heißt, wir beginnen bei 1, also bei dem ersten Argument dahinter, also dann bei wie. Das Doppelpunkt heißt bis, also bis wohin. Und jetzt könnten wir hier sagen, zum Beispiel 3 oder so. Aber wenn wir es einfach weglassen, dann macht er einfach alles, was dahinter kommt. Also er tut uns quasi nur das Ausrufezeichen 8-Ball wegschmeißen und alles, was dahinter kommt, kommt hier jetzt rein. Genau, und dann haben wir jetzt einen Punkt Join auf diesen String. Und das macht einfach quasi das, das hier ist ja noch ein Array. Wenn wir das jetzt einfach ausgeben würden, dann wird es da in Klammern stehen mit Komma dazwischen. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen es als Text haben, der dann einfach mit Leerzeichen getrennt ist. Und deswegen machen wir ein Leerzeichen.join. Dann tut er quasi alle Inhalte dieser Liste mit einem Leerzeichen getrennt als String uns ausgeben. Und dann haben wir unsere Frage quasi. Das seht ihr dann gleich alles, wie das aussieht. Jetzt machen wir hier mess ist await message.channel.send. Jetzt machen wir was ganz Cooles. Wir bearbeiten das ein bisschen, dass das ein bisschen animiert ist. Das heißt, wir machen jetzt mal ein Ich versuche deine Frage. Und jetzt können wir hier die Frage so angeben. Machen wir hier die zwei Hochkommata, keine Ahnung, wie man die genau nennt, die in Discord quasi eine Codezeile da definieren. Und da tun wir jetzt unser 0 reinschreiben mit geschweiften Klammern als erstes Argument. Machen hier zu beantworten. Punkt. Da jetzt natürlich ein Punkt Format und übergeben die Frage, dass die Frage auch nochmal hingeschrieben wird. Jetzt machen wir ein await syncio.sleep. Machen wir 2 Sekunden. Dann soll ein await mess.edit Content. Und damit tun wir jetzt quasi den Inhalt dieser Message bearbeiten nach 2 Sekunden. Also den Text in dem Fall. Nochmal, ich kontaktiere das Orakel. Damit es noch ein bisschen spannender wird.
Und dann await async.io.sleep 2 machen wir wieder. Könnt ihr natürlich alles beliebige angeben. Und jetzt wollen wir unsere Antwort haben. Mess.edit content ist gleich. Deine Antwort zur Frage. Jetzt können wir hier wieder unsere Frage übergeben. 0 lautet Doppelpunkt. Machen wir auch wieder in den Codeblock. Jetzt hier 1. Ups. Punkt Format. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum ich heute auch das mit den Regenbogenrollen gemacht habe, weil da haben wir gerade oben random.choice benutzt. Wer es glaubt, wer es nicht glaubt, keine Ahnung. Hier benutzen wir dasselbe. Wir machen auch einfach hier dann die Frage, übergeben wir als 0 und als 1 übergeben wir einfach random.choice von Antworten. Und dementsprechend haben wir dann einfach einen random String, der uns da zurückgegeben wird, aus diesen Antworten. Genau, das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Starten den Bot. Wir machen jetzt hier ein 8-Ball. Wird es heute regnen? Ich versuche deine Frage, wird es heute regnen, zu beantworten. Ich kontaktiere das Orakel. Deine Antwort zur Frage, wird es heute regnen, lautet ja. Jetzt könnten wir rausgucken und gucken, ob es regnet. Ich glaube, heute regnet das sogar bei mir. Das heißt, das Orakel ist ziemlich genau. Es wird euch immer auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Man kennt es natürlich. Ich meine, ihr als Programmierer wisst natürlich, was es wirklich tut. Nämlich einfach nur euch eine Zufallsantwort geben. Aber ihr könnt das natürlich immer sehr gut verkaufen. Ihr könnt die Nachrichten ändern, wie ihr Bock habt. Das noch ein bisschen ausweitern. Und dann habt ihr da so einen richtig, richtig coolen Wahrsagebot und gleichzeitig auch Regenbogenrollen. Ah, das macht's doch gleich alles viel besser. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video nächste Woche. Ich hoffe, das klappt alles wieder so, wie es jetzt ist. Jetzt habe ich meinen neuen PC, jetzt sollte alles hoffentlich klappen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Wanna sail away, I wanna feel the wind.